Wenn ich hier ankomme, bin ich eigentlich immer schon geschminkt, aber ich mache vielleicht nochmal so einen kleinen Touch-up, vielleicht meine Haare und ziehe mich dann hier um. Wir haben ja eigentlich nicht so eine richtige Kleiderordnung. Ich glaube, im Endeffekt darf wirklich jeder sich da frei ausleben. Das ist irgendwie eigentlich auch was Schönes. Ich glaube, ich habe immer das Gefühl, dass wenn wir uns hier unten fertig machen, dass sich jede hier sich so schick macht, wie sie sich selber wohlfühlt. Als ich hier das erste Mal war, habe ich dann erstmal angefangen, die Frauen hier, die hier sind, zu löchern. Die haben mir dann so ein bisschen das Grundkonzept erklärt, was hier meine Aufgabe ist und was ich hier machen soll. Ich habe direkt irgendwie den ersten Fehler gemacht, hat mir jemand was zu trinken angeboten und ich habe einfach mitgetrunken, obwohl das quasi gar nicht mein Getränk war. Da habe ich dann auch direkt meine Einweisung bekommen, dass ich das gar nicht machen soll. In den Phasen, wo es geht, bin ich hier einmal die Woche und wenn ich halt irgendwie Prüfungsphase habe oder so oder im Urlaub bin, dann bin ich nicht hier, weil ich es mir dann neben der Uni nicht leisten kann. Ich bin Maria, Studentin und nebenbei arbeite ich als Stripperin. Ich packe jetzt meinen ganzen Kram für den Club, für meine Nachtschicht. Da gehören natürlich meine Schuhe dazu und mein Outfit. Nehme ich mir zwei Möglichkeiten mit, je nachdem, was ich dann irgendwie besser fühle. Ein bisschen was für die Haare. Ich dachte am Anfang, dass Stripperin sein nur Tanzen ist. Ich dachte wirklich, wir wechseln uns da halt ab, jeder tanzt mal ein bisschen. Und ich wusste gar nicht, dass es auch wirklich so um die soziale Interaktion mit dem Gast geht. Und war dann auch total überrascht und habe dann halt immer geguckt, was die anderen machen. Habe dann irgendwie versucht, dasselbe zu machen. Und das war einfach total komisch am Anfang. Mittlerweile ist es so, dass ich da reingehe, eins zu eins weiß, was ich zu tun habe. Ich gehe da rein und ich will abliefern und mit einem guten Geld nach Hause gehen und einfach noch Spaß bei der Sache haben. Meine Freundin und ich, wir waren dann 2019 war das, im Partyurlaub in Kroatien. DJs, ne, hatten immer so Background-Tänzerinnen und die haben schon so sexy, auch in coolen Kostümen und so getanzt. Und wir drei, also drei Mädels, waren hin und weg von denen und für mich war dann der Schluss gefallen, ich muss irgendwie sowas machen. Ich fand die so cool, das war für mich ab dann einfach ein extremes Vorbild. Das hat mich extrem gecatcht. Ich hatte irgendwie das Gefühl, diese Mädchen, die stehen da und denen ist total egal, was alle denken und die machen da ihr Ding und die Menge feiert es voll ab und ich fand das einfach richtig cool. Ich hatte im Testzentrum gejobbt und nach einer Woche Popel aus der Nase ziehen, war ich so, okay, ich kann das nicht. Dann war ich auf einer Party und ich hatte da irgendwie zu den anderen gesagt, oh, ich mag meinen Job nicht, muss doch Stripperin werden. Und dann hat ein Kumpel von mir gesagt, hier, frag doch mal den, der geht manchmal ins Stripclub, frag ihn mal, welcher der Beste ist und wo du dich bewerben kannst. Ich hatte mir das nur aufgeschrieben und am nächsten Morgen war ich dann da und dachte mir so, hey, komm, schreib doch einfach mal eine E-Mail. So, frag, ich habe dann geschrieben, hey, ich bin Maria, bin so und so alt, suchst du noch Mädels, die bei dir tanzen? Und dann hat mir auch direkt jemand geantwortet und dann ging es wirklich Schlag auf Schlag. Der hat mir am nächsten Tag geantwortet, am übernächsten Tag sollte ich kommen und einen Tag danach war schon auch die Probearbeit, deswegen ging es richtig flott. Die Agrarwissenschaften, die kombinieren irgendwie so alles, also irgendwie meine Liebe zur Natur und zu den Tieren und aber auch einfach das Naturwissenschaftliche, das Forschen. Ich sage Agrarwissenschaften kommt oft dieses, willst du Bauer werden und ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde, das eine hat mit dem anderen zwar was zu tun, aber jeder, der sich da ein bisschen informiert hat und wirklich Interesse daran hat, zu wissen, was ich mache, der weiß, dass es nicht mit einhergeht. Ich habe die Entscheidung von Maria, dass sie da anfangen will zu arbeiten, direkt supportet. Ja, also zum Beispiel Moni anzulügen, das könnte ich überhaupt nicht übers Herz bringen. Also ich glaube, sie würde das auch direkt merken. Ich kann ihr einfach überhaupt nichts verheimlichen und will es auch gar nicht. Und ich habe auch nie Angst, ihr irgendwas zu sagen, weil ich weiß, dass sie immer hinter mir steht. Maria und ich kennen sie ja schon seit so vielen Jahren und verbringen auch seitdem so viel Zeit miteinander. Wir machen zusammen denselben Sport. Ja, wir studieren zusammen. Wir reisen zusammen. Ja, wir wohnen zusammen. Wir verbringen schon richtig viel Zeit zusammen. Das klingt so cheesy. Ich habe es geheim gehalten, weil es total verrufen ist, weil ich Angst hatte vor den Reaktionen, weil ich keine Lust hatte, mich zu rechtfertigen. Und
Und vor allem, weil ich irgendwie kein schlechtes Bild auf andere werfen wollte. Für mich war das dann mehr oder weniger so ein Doppelleben, weil ich habe das ja niemandem gesagt, außer meiner besten Freundin und meiner Mutter, weil die mein Safe Space sind, die würden mich nie verurteilen. Es war dann so, ich bin dann von Montag bis Freitag in der Uni gewesen, Freitagnacht dann noch im Stripclub arbeiten gegangen, am nächsten Morgen dann irgendwie jeder Person, die ich gesehen habe und so, sonst was erzählt, warum ich jetzt irgendwie müde bin, halt gelogen. Hallo, Mami. Ja, ich habe einige Sorgen gehabt und natürlich schwingen die auch heute noch teilweise mit. Ich sag mal so ganz klassisch, man zieht natürlich dann gerne Schublade auf, gerade in der Generation, in der ich groß geworden bin. Okay, dieses Milieu ist auf jeden Fall in Verbindung mit Drogen, mit Übergriffen. Natürlich sind es Sorgen, was passiert da, wie gefährlich ist das für Leib und Leben oder für ihre Selbstbestimmtheit. Du meinst, du hattest Angst, dass ich so meine Grenzen verschiebe, ne? Ja, danke, genau. Deine Grenzen eben klar auch durchsetzen kannst, das ist etwas, was du immer konntest. Und dann fällt es auch in dem Moment wieder einfacher, mitzugehen. Ich kann die Sorgen ja auch verstehen in jeder Hinsicht. Auch weil ich ja selber auch mal Vorurteile über das Milieu hatte, bevor ich da selber drin war. Deswegen kann ich das 100% nachvollziehen, dass man da Sorgen hat. Für mich wäre das auch gar keine Option gewesen, nicht mit dir darüber zu reden, weil unsere Kommunikation mir schon extrem wichtig ist. Ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass sie sich anvertraut hat. Es verbindet und es ist ein sehr schönes Gefühl, so miteinander umgehen zu können und sich alles anvertrauen zu können. Ich bin stolz darauf, wie selbstbestimmt du bist, wie charakterstark und trotzdem kritisch und nicht so engstirnig. Ich werde angesprochen und möchte natürlich auch Bilder gerade rücken. Und insofern setze ich mich damit auseinander und stelle mich diesen Fragen auch. Ich befürchte nur, das meiste wird tatsächlich eher im Hintergrund bleiben und man wird mich nicht direkt drauf ansprechen, sondern ich glaube, da werden lieber die Schubladen aufgezogen und Maria inklusive ihrer Mutter da reingesteckt. Keiner muss das 100% verstehen können, das ist ja auch mein Leben, aber ich bin halt irgendwie auf die Unterstützung von euch allen halt angewiesen. Und von dir und der Omi habe ich das ja auf jeden Fall und ich glaube auch im Endeffekt vom Rest der Familie werde ich irgendwann früher oder später die volle Unterstützung haben. So, ich hoffe schon, dass ich da auf alle zählen kann. Genau, aber ich bin auch okay damit, wenn das nicht alle direkt annehmen. Ich habe dieses Doppelleben jetzt mehr oder weniger anderthalb Jahre versteckt. Hey, ich bin Stripperin und ich vlogge euch heute einen Arbeitstag von mir. Ich habe mit Social Media dann quasi veröffentlicht, dass ich das mache. Ich wollte mich einfach nicht mehr dafür verstecken, wer ich bin. Ich hatte keine Lust mehr auf die Lügerei. Ich will auch nicht, dass andere sich dafür schämen. Ich will nicht sagen, dass es keine Frauen gibt, die dazu gezwungen wurden oder so. Aber meine Erfahrung ist es persönlich nicht und ich wollte einfach auch meine Sichtweise zeigen. Also ich kann gar nicht sagen, wie oft ich schon gefragt wurde, ob ich das freiwillig mache. Ich habe das Gefühl, dass Leute, die das fragen, irgendwie denken, dass sie über mir stehen, so als würde ich mich da freiwillig unterwerfen oder sowas. Ich verkaufe nicht mich, ich verkaufe nicht meine Seele, ich verkaufe nicht meinen Körper, sondern ich verkaufe mich als Entertainment. Allgemein passiert schon mal, dass irgendwelche Gäste da einen über den Durst trinken und die werden auch rausgeschmissen, sobald es auffällt. Aber bevor es auffällt, machen die manchmal irgendwelche Sachen in ihrem... So zum Beispiel, dass jemand denkt, okay, er ist jetzt irgendwie der Krasseste, ich hau der jetzt während der Show mal auf den Po oder sowas. Das geht natürlich gar nicht und natürlich fühlt sich das dann irgendwie komisch an, weil man hat ja seine Grenzen und wenn die dann so auf einmal überschritten werden, ohne dass man so richtig gerade noch sowas machen kann, dann... ist es natürlich blöd, aber man muss da schon auch irgendwie dann selbstbewusst sein und sagen, okay, ich kann jetzt gerade nichts für und das darf einen halt auch nicht belasten, sonst ist es vielleicht auch einfach der falsche Job. Ich komme dann irgendwann, wenn ich fertig gemacht bin, hier hoch und dann sitzen wir Frauen hier alle und warten auf die Gäste. Ich tanze pro Schicht ungefähr 1 bis 4 Mal auf der Bühne dann. Am Anfang war ich auch noch voll aufgeregt, wenn ich dann meinen Namen gehört habe und dann nach hinten gegangen bin und wusste, oh, jetzt muss ich gleich tanzen. Aber ich bin jetzt überhaupt nicht mehr nervös. Es ist irgendwie für mich schon ja, Alltag und ich mag das Tanzen auf der Bühne auch. Das Klischee vom alten weißen Mann, das kann ich auf jeden Fall hier nicht bestätigen. Vom 18-jährigen Jungspund, der sich hier so das erste Mal reintraut, bis so über die Junggesellenabschiede, über die Geschäftsmänner.
sind ungefähr 5% Frauen, würde ich jetzt mal so sagen. Das ist ein Entertainment, das ist kein Bordell. Hier sind keine sexuellen Dienstleistungen gestattet. Das ist auch überall, steht hier auch überall und jeder weiß Bescheid. Klar, es ist irgendwie auch soziale Interaktion und manchmal vielleicht auch ein intimer Moment im Sinne von, dass man ein schönes Gespräch miteinander hat oder sich vielleicht mal näher kommt, vielleicht mal irgendwie das Bein anfasst oder so. Aber es sind halt keine sexuellen Dienstleistungen. Wer mehr will, der geht halt nicht hierhin. Ja, meistens Leute im Club, die Vorurteile mitbringen. Das geht dann von, oh wow, du kannst Deutsch, zu, oh krass, du studierst. Oh, das hätte ich jetzt niemals gedacht. Auch dieses, man muss irgendwie ein bisschen dümmlich sein, um da arbeiten zu können, was überhaupt nicht stimmt. Ich habe da so viele Frauen kennengelernt, die ich total zu schätzen weiß, die ich super klug finde. Ich glaube, es herrscht ein ganz großes Stigma, dass wir irgendwie hohl sind. Dass wir es nicht geschafft haben im Leben, dass wir nichts anderes können, dass wir da sind, weil wir müssen, weil alles andere nicht geklappt hat. Ja. Ich muss für mich sagen, dass ich das mit meinen Werten vereinbaren kann, weil ich mein ganzes Leben lang sexualisiert wurde. Ob ich jetzt in einer langen Hose an der Baustelle vorbeilaufe und mir dann Pfeifen einfange oder ob ich im Kreisel angehupt werde oder im Club einfach angepackt werde. Und dort habe ich das 100% im Griff. Und es bekräftigt mich. Ich kann selber entscheiden, inwiefern ich mich jetzt gerade sexualisieren lasse, indem ich mich dahin stelle und so viel von mir gebe, wie ich möchte, und so viel nicht gebe, wie ich nicht möchte. Über Geld rede ich hier eher gesagt ungern, weil ich zum einen möchte ich nicht, dass irgendwelche Leute dann auf mich zukommen im Sinne von, oh, für das Geld würde ich das aber nicht machen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch niemanden dazu animieren, für den es vielleicht super viel Geld ist. Und abgesehen davon ist das Geld auch einfach super unterschiedlich. Es ist nicht so, dass ich hier immer mit dem gleichen Betrag rausgehe. Deswegen rede ich da eigentlich ungern drüber. Es kann auch mal länger werden, wenn es halt gerade einfach gut läuft. Und genau, dann lasse ich mich nach Hause fahren und dann ist es halt auch schon morgens, ne? Die Zeit, wo ich normalerweise aufwache, komme ich dann erst zu Hause an. Ich habe dann richtige Schlafprobleme. Ich schlafe maximal 3 bis 4 Stunden. Das belastet mich auch extrem, muss ich sagen. Das ist so ein bisschen die Schattenseite. Das, was mich am meisten belastet, ist auf jeden Fall die Schlaflosigkeit. Und der nächste Tag bin ich einfach nicht zu gebrauchen. Ich bin total matschig. Ich habe auch nichts in der Birne. Ich kann weder lernen noch irgendwie sozial interagieren. Das Problem an der Sache ist natürlich, dass so wie Stripclubs, Bordelle und allgemein Sexwork dargestellt wird oft, man gar nicht die Möglichkeit hat, sich richtig darüber zu informieren und sich richtig darüber zu bilden. Und deswegen kann ich auch die Vorurteile verstehen. Allgemein würde ich den Leuten, die Vorurteile gegen SexworkerInnen haben, gerne irgendwie ans Herz legen, nicht zu judgen, wenn man die Industrie nicht kennt, wenn man noch nicht da war. Und vielleicht auch eher die Leute dort anzusprechen, bevor man da irgendwie die total krassen Vorurteile hat. Ich will niemanden dazu bekräftigen oder dazu empowern, meinen Job zu machen, weil im Endeffekt ist es trotzdem ein hartes Pflaster und man sollte das nicht wegen des Geldes zum Beispiel tun. Und das sollten nur Leute machen, die extrem selbstbewusst sind und ihre Grenzen kennen. Ich glaube aber, dass ich das für mich hinkriege, da irgendwann auszusteigen. Trotzdem möchte ich natürlich irgendwann mal was machen, was mit meinem Studium zu tun hat. Ich studiere das ja nicht umsonst, sonst könnte ich das ja jetzt auch abbrechen. Aber ich glaube, das wird bei mir noch dauern, weil es mir gerade einfach zu viel Spaß macht. Baby, move your hip, don't break it. We don't come for the spot, we take it. Really running this shit like Matrix. Got a mat, take a look at they faces. All this ass, y'all feel like Kelly. Margarita got a bitch on 10. Trendsetter, yeah, we setting the trends. We up in this bitch and we'll do it again.